Ich bin der Ivo van Hulten und ich arbeite im Interior-Design und habe jetzt auch zusammen mit dem Team an dem A1 gearbeitet. Ja, ich denke, dass das Wichtigste ist am Anfang, dass man sich durch irgendwas inspirieren lässt. Also ich höre am liebsten normalerweise Musik, also arbeite oft auch mit dem Kopfhörer auf. Ansonsten ist es schön, sich irgendwie mit Objekten und Bildern zu umgeben. Also wir haben uns erst auf diese horizontale die Schalltafel konzentriert und dann gesagt, dass wir vielleicht schön, wenn das so ausschaut wie ein Flugzeug, wie ein Flugzeugflügel, wo ja Turbinen dranhängen. Natürlich werden wir nicht genau ein Triebwerk nachbauen, weil am Ende bauen wir ein Auto und kein Flugzeug, aber die Inspiration kam schon daher und vielleicht für mich selber, wo ich verschiedene Ideen nochmal ausprobiere und da geht es dann auch noch nicht so sehr darum, dass wirklich jeder Detail stimmt, aber der nächste Schritt wäre dann eigentlich, dass man Skizze macht, die viel realistischer ist in seiner Darstellung von den verschiedenen Details natürlich auch, damit man auch mit verschiedenen Leuten im Konzern kommunizieren kann. Da haben wir auch geschaut in Materialien und Farben, dass wir da auch noch mal eine oben draufsetzen. Also das heißt, dass es da noch mal Tiefenwirkung und so weiter gibt. Also dieses Teil ist eigentlich geplant, dass man das individualisieren kann. Das heißt, in verschiedene Farben bestellen kann, vielleicht sogar mit Grafiken. Entweder passend zum Exterior oder zum besonderen Interiorfarbe kann man richtig spielen und individualisieren. Also eine Zeichnung ist ja nur eine zweidimensionale Darstellung und dann ging es natürlich in die dreidimensionale Umsetzung. Und dann geht man mit solchen Skizzen eigentlich auch zu Modelleuren und wir machen dann Kleemodellen. Also das ist zum Beispiel eine dieser Luftdüsen ganz am Anfang, einer der Originalteile. Das ist wirklich aus Alu gedreht mit ein paar von unseren Modelleuren, die das dann machen. Und wir machen dann ein Kleemodell und die werden dann quasi da so reingesteckt. Und man muss sich vorstellen, dass dann hier ungefähr den Klee ist und die werden so vergraben. Wir haben dann so lange geschoben und die Größe verändert und die Position, bis dass wir richtig zufrieden waren und dass die auch richtig so fahrorientiert hingesetzt worden sind. Und so hat sich das Interieur eigentlich immer weiterentwickelt zu das, was es am Ende geworden ist.